Hallihallo, hier ist Monika von Stempelpunkt aus Krefeld. Ich bin unabhängige Stamping-Up-Demonstratorin und heute gibt es unseren 33. Videohop Stempelpunkt und Co. Mit dem Thema Schokolade geht immer, eine schöne Verpackung. Und ich habe eine quadratische Schokolade eingepackt. Die Verpackung sieht so aus, lässt sich so öffnen. Und die Verpackung ist farblich auf die Schokolade abgestimmt. Die wird hier reingesteckt dann. Klack. Und man kann sie ganz individuell gestalten mit einem netten Foto. So ist das jetzt gedacht. Hier habe ich also Brombeermus und grüne Apfel verwendet. Und heute werde ich diese Schokolade verpacken. Und da verwende ich den Farbkarton in Lagunenblau und in Osterglocke. Das sind die Farben, die dem am ehesten nahe kommen, denke ich. Und wir brauchen eine Skizze. Die sieht dann so aus. Ihr findet die auch auf meinem Blog in dem passenden Beitrag. Wir brauchen also Farbkarton in 27 cm x 16 cm. Habe ich hier schon mal zurechtgeschnitten und dann wird gefalzt. Mit unserem tollen Schneidebrett. Schneide- und Falzbrett vielmehr. Wir legen die kurze Seite an und falzen auf jeder Seite bei 1,5 cm. Und bei 3 cm. Jetzt mal umdrehen. Dann legen wir die lange Seite an und falzen bei 6 cm. Bei 7,5 cm. Bei 17 cm. Und bei 18,5 cm. Das sieht dann so aus. Und dann können wir wegschneiden, alles was hier schraffiert ist. Das könnten wir auch direkt mit dem Schneidebrett machen. Dann legen wir jetzt bei 3 cm an und wir schneiden bis 17 cm. Das wäre dann hier. Und kann ich mir dieses Stück hier wegschneiden. Hier kann ich auch gleich einschneiden. Das gibt dann eine Lasche. Und hier schneide ich auch weg. Das Ganze auf der anderen Seite. Wieder bei 3 anlegen. Und auch in dieser Höhe, wie auf der gegenüberliegenden Seite, die Schneideklinge ansetzen und runterschneiden.
Und ich schneide hier weg. Und hier schneide ich ein. Hier wird gekürzt. Und dann kann ich die Laschen auch gleich ein bisschen abschrägen. Und dann sieht das Ganze so aus. Hier oben wird jetzt abgerundet. Da gab es mal diesen Eckenabrunder. Den brauchen wir dann gleich nochmal für Cézanne-Papier. Und dann wird einmal durchgefalzt. Dann klebe ich diese Laschen hier rein und das Ganze wird dann hier gegengeklebt. So, das wäre schon die Grundform. Das wird jetzt eingeklebt. Mal links und mal rechts. So, jetzt lege ich meine Schokolade da rein. Das gibt dem Ganzen ein bisschen Stabilität. Und jetzt brauche ich ein Magnetpärchen. Das lege ich mir hier schon mal zurecht. Und ich brauche Designerpapier. Und zwar ein größeres Stück in 9,5 cm mal 8 cm. Ich habe jetzt Osterglocke genommen und das Ganze geprägt mit dieser tollen Prägeform. Verspielte Karos. Das ist so eine ganz große Form. Und dann kommt sowas bei raus. Also finde ich ganz toll. Und das wird hier drauf geklebt. Aber erst über den Magneten dann. Also kommt das erst später drauf. Und ein kleineres Stückchen Designerpapier in 9,5 cm mal 5,5 cm. 5,5 ist die Höhe. Und hier ist 8 die Höhe. Das wird dann auch etwas abgerundet.
Aufwand kommt hier drauf. Verwendet habe ich dieses Designerpapier. Das werdet ihr jetzt nicht mehr finden im Katalog. Das heißt Farbenfrohe Pflanzenwelt. Da kommt dieses Lagunenblau drin vor. Aber diese Farbe findet ihr bei den Pastelltönen. Designerpapier, Pastellfarben. Da könnte das dann so aussehen. Also im Zweifel findet man jede Farbe bei den Designerpapieren in der entsprechenden Farbfamilie. Das können wir jetzt schon aufkleben. Und jetzt brauchen wir hier noch das kleine Täschchen für das Foto. Ich habe jetzt noch kein passendes Foto, also das muss ich jetzt offen lassen. Aber wir schneiden das schon mal zurecht. Wir brauchen dafür Farbkarton in 7 cm x 11 cm. Und dann diese Skizze. Dann legen wir die lange Seite an und falzen bei 5 cm. Bei 10 cm. Und wenn wir die kurze Seite anlegen, falzen wir jeweils bei 1 cm. Auf beiden Seiten. Dann können wir hier diese Ecke wegschneiden unten. Hier ein bisschen anschrägen, oder ein bisschen mehr anschrägen sogar. Und hier schneiden wir ein Stück weg. Dann wird wieder gefalzt. Und dann muss man gucken, ob man hier noch so ein bisschen nacharbeiten muss mit dem Abschrägen. Also es kann schon ordentlich was weg. So, und hier wird jetzt ein Loch ausgestanzt, damit man das Foto auch sieht. Dann nehme ich dann die Stanzform Basics mit Pep und die zweite quadratische Form. Und ausgestanzt wird hier. Das mache ich dann mal eben. Das Quadrat könnt ihr noch verwahren für ein anderes Projekt. Und hier wird jetzt zusammengeklebt und ein Foto vorher reingeschoben. Wie gesagt, ich habe jetzt keins. Ja, dann werde ich mal an zwei Seiten zusammenkleben und unten offen lassen.
So, dann müsst ihr euch jetzt ein Foto vorstellen. Das Ganze kommt dann hier oben drauf. Können wir auch schon mal kleben. Und zwar nur bis zur Hälfte. Und jetzt brauchen wir unseren Magneten. Also, ich klebe mir hier einen hin, so mittig. Setze den anderen dagegen. So, und jetzt kommt das Sellotape da drauf. Dann ist ein Magnet wenigstens versteckt. Oder in diesem Fall Farbkarton. Man könnte natürlich auch Designerpapier verwenden. Das ist Geschmackssache. So. Ich denke, da werde ich mir einfach mal noch so ein Kärtchen bestempeln als Platzhalter erstmal. Dann wollen wir das Ganze noch dekorieren. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet und habe einmal ein Blümchen und nochmal Blätter. So. Und zwar habe ich verwendet dieses Produktpaket, Prachtvoll Floral. Da habe ich einmal diesen Stempel verwendet. Ist ein Gummistempel. In Osterglocke. Und dann nochmal diesen in Lagunenblau. Und das Ganze habe ich dann ausgestanzt. Mit den passenden Stanzformen. Das ist im neuen Mini-Katalog. Und eben nicht unbedingt weihnachtlich, sondern so ein bisschen herbstlich, blumig. Ich finde es unheimlich schön. Das würde ich jetzt mit Glue-Dots befestigen. So, und dann wäre die Schachtel schon fertig. Sieht natürlich ein bisschen leer jetzt hier aus. Aber ich mache mal ein Foto mit dem gestempelten Bild noch. Also hier so zu öffnen. Passend zur Schokolade, die ganze Farbwahl. Und individualisiert mit einem kleinen Foto von dem Beschenkten vielleicht. Oder ein Foto, worüber der sich besonders freut. Das wäre meine Idee. Wenn ihr Fragen habt zu dem Projekt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Und wenn ihr die Produkte bestellen wollt, könnt ihr euch auch an mich wenden. Und nun solltet ihr unbedingt weiterhüpfen zu den anderen Teilnehmerinnen des Video-Hops, die euch auch etwas Schönes zu diesem Thema zeigen wollen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!